Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen auf. Alter, mein Husten ist manchmal echt schlimm in letzter Zeit. Wir spielen auf der Map Farmland, Größe 4x3. Wie bereits 10.000 Mal gesagt, sehr kleine Map. Sehr wichtig, dass man das erste Eisen direkt in Kisten investiert. Und ja, heute ist der sogenannte. Keine Ahnung, welcher Tag ist heute eigentlich? Der 17.3. Für euch ist es der 18. höchstwahrscheinlich, wenn alles passt. Und ja, Leute, ich versuche jetzt mal wieder regelmäßiger Bedrock hochzuladen. Nur, es ist halt alles echt so kompliziert mit dem Renovieren im Moment. Manchmal haben wir gar kein Internet. Das. Oh. Wir sind doch gelb, oder? Ja, wir sind gelb, ja. Prima, spitzenmäßig. So. Okay, kann man machen. Werfen wir mal unsere Sachen weg, einfach um. Mit null Sachen richtig rein zu sterben. Ja, ich denke, er wird sich jetzt einen Bogen gönnen können. Gönnen können. Genau. Also mein Team scheint very good zu sein. Also die ersten Eindrücke, die ich hier gesammelt habe bereits, muss ich doch sagen, gefallen mir ziemlich gut. So, Team Grün kann eigentlich nichts. Merkt man hier dran auch wieder, dass er mir keinen Hit gegeben hat. Das sag ich mal ganz kurz ein und mach ganz kurz einen Abgang und gönne mir auch eben einen Bogen. Ja, Leute, jetzt geht es so langsam auch immer steiler auf die Ferien zu. Und das heißt, es wird bald Zeit für mich in den Urlaub zu fliegen, Leute. Und ja, da habe ich ja schon angekündigt, es wird Vlogs geben, es wird viele Vlogs geben. Und also ich plane von jedem Tag, also wahrscheinlich nicht jeden Tag in ein Video alleine, aber wahrscheinlich von jedem Tag eine Zusammenfassung, was wir da gemacht haben. Manchmal vielleicht in ein Video gepackt, aber grob sollte das schon immer ein Video geben können. Ach, nicht ein Video geben können. Von jedem Tag ein Video existieren können. Dann halt vielleicht auch mal in mehreren zusammengefasst. So, ich glaube, so kann man das sagen. Okay, jetzt werde ich mir natürlich noch ein Eisenschwert holen und die beste Chestplate und dann bin ich gewappnet für den Krieg. Ich weiß auch nicht, warum das so laggt. Und was ich noch sagen wollte, worauf ich eigentlich gerade zu sprechen kommen wollte mit den Ferien. Das heißt, es wird jetzt langsam auch für mich Zeit, ein bisschen vorzuproduzieren, zu versuchen vorzuproduzieren. Erstmal muss ich gebacken kriegen, dass jetzt generell jeden Tag ein Video kommt. Und dann auch versuchen, dass in den Ferien ein paar Gaming-Videos von mir kommen, weil ich denke, das so unser Hauptding auf dem Kanal ist. Hier schmeckt das Gold auch noch. Und ja, da werde ich mich jetzt langsam auch dran machen müssen. Aber ehrlich gesagt freue ich mich da auch schon ein bisschen drauf, weil mir das doch Spaß macht. Wenn ich dann so im Urlaub sehen kann. Ach, das läuft ja alles, ist ja richtig prima. Das gefällt mir immer. Okay, bauen wir das Ding mal ab hier. Schön, dass mir immer alle dabei in den Weg laufen. Ach, komm. Ohne Witz, dann mache ich es halt. Oh mein Gott. Das war ja ganz schön knapp, du. Hallo, rotes TNT-Schaf. Sweetest Free. So, hier kommt es nicht durch. Gib ihm bitte, geh nicht. Bitte stirb doch nicht, was soll das denn? Ernsthaft jetzt? Ach Mann. Ach Manometer. Das ist ja super. Okay. Immerhin haben wir noch mich hier als Full Equipped, als letzte Hoffnung quasi. Okay. Dieser Full Equipped, die letzte Hoffnung quasi, wird sich jetzt auf dem Weg zu Rot machen. Aber auch nur, weil er kann. Wird er das schaffen? Ja, wird er. Hat er super gelöst, die ganze Sache. Okay, er hat noch. Sein letzter Wunsch war es noch tatsächlich, dieses TNT-Schaf zu setzen. Da bin ich mal gespannt, ob das noch irgendwelche Folgen haben wird. Okay, ich denke, er fliegt runter. We'll be right back.
da bin ich wieder. Das war meine Mutter, die eben kurz geklopft hat. Wie ich sehe, sind wir gestorben. Klug. Ja, jetzt sind wir am Arsch, kann man so sagen. Den müssen wir hier auf jeden Fall kriegen. Okay, sehr gut. Ja, ich werde das alles rausgeschnitten haben. Boah, das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Wir waren so gut da und dann kommt die einfach rein, klopft 10.000 mal richtig laut an die Tür und zerstört alles. Okay, einer ist weg. Okay, komm. Kommt, Leute. Ich kann die nicht ewig aufhalten. Da, Gott. Ja, ich bin tot. Hallo, kommt doch. Dankeschön. Dankeschön für die grandiose Unterstützung. Ihr zwei Boys, die nur in der Base rumstehen. Echt coole Dudes. Das war echt spitzemäßig. Danke für die große Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Ja, Leute. Das regt mich jetzt gerade ein bisschen auf. Wir werden immer gestört, weißt du? Die war die ganze Zeit beim Kieferorthopäden mit meinem Bruder. Und dann fange ich gerade an aufzunehmen. Ja, ich komme nochmal wieder, klopf 10.000 mal die Tür, bis meine aufmacht. Weil ein Durchgangszimmer wird im Moment renoviert. Neben meinem Zimmer und dem Zimmer von meinem Bruder. Und deswegen können wir vom einen Teil der Wohnung nicht mehr in den anderen, außer außenrum über den Hof zu gehen. Und ja, den Schlüssel hatte ich jetzt eben bei mir hier in meinem Zimmer. Und das war schon ein wenig nervig. Gut, dass der nicht gestorben ist, sonst hätte ich ihm einen Klatscher gegeben. Okay, jetzt können wir es tatsächlich schaffen. We can do it now. So, einmal dein Eisen eingesammelt. Du sweeter Dude. Okay, nee, so nicht. So ja schon mal hier gar nicht, it's Polizei. Würde jetzt einer so freundlich sein und kommen, so auch nicht. Checken wir einmal kurz hier die Kiste aus. Danke für die vielen Schwerter. Leute, wollt ihr mich jetzt eigentlich komplett ver... Oh Gott, er wurde einfach instant runtergeschubst. Ach, okay. Nee, er baut ab. Wo spawnen die denn? Ach, hier. Wo ist der andere? Oh, da. Ich muss mal kurz essen. Oh Gott, Alter. Ich bin tot. Das kann ja wohl nicht wahr. Was macht er denn schon wieder? Er macht einfach die ganze Sache, die ganze Zeit nichts. Er tut nichts. Nichts. Ach, ohne Witz, ey. Hilf mit. Alter, ohne Witz, er macht nichts. Er steht in der Base rum und chillt sich da ein. Geil, jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Wie heißt der? M-Crafter 2000. Ja, geil. Spitze, er... M-Crafter, hilf doch mal. Alter, ohne Witz, er hat die ganze Zeit nichts gemacht. Er stand in der Base rum und hat nichts gemacht. Er hat sich full equipped. Weißt du, mit drei Mann wäre das so easy gewesen, aber nein. Hauptsache, er gammelt in der scheiß Base rum und equippt sich, ey. Oh Gott, ich sehe gerade in der Festung, dass ich viel zu hoch war. Ja gut, ne? Kann man machen, muss man nicht. Schön, dass wieder gar keine Todesnachrichten von den Grünen kommen, weil unser, wo steht denn unser, ach, der springt von seinen Blöcken in der Mitte rund. Ach Mann, komm schon, einmal bitte helfen, hm? Wie wär's damit? Entschuldigung. Einmal helfen, meine lieben Dudes. So, jetzt bin ich hier über den. Ich weiß nicht, ob die mich bemerkt haben. Ich hoffe, dem ist nicht so. Dann kann ich hier nämlich sneaky drüber sneaken. Oh. Okay, okay. Er hat den ersten Hit. Aber er kriegt mich trotzdem. Mann, das kann ja wohl nicht wahr sein. So, Junge. Wenn ich jetzt nicht die Nachricht sehe, dass der endlich... Gott, was macht denn dieser 2000er? Der macht... Ich habe irgendwie das Gefühl... Ey, wo ist der denn? Der ist der Einzige, der voll equipped ist und macht nichts.
Er schießt sie wahrscheinlich mit dem Bogen aus der Mitte ab. Ja, super. Das, die sind die einzigen... Ey, das kann doch wohl echt nicht schwer sein, Leute. Das kann... Oh, Gott im Himmel. Gott im Himmel. Hilf einer diesem Kind. Geh weg. So, und jetzt komm endlich. Okay, komm doch nicht, weil der grüne... Dann kommen wir halt von oben. Von oben. Mann, kann ich schreiben. Von oben. Weil wahrscheinlich kriegt das auch wieder keiner außer mir gepackt. Außer mir natürlich. Nein, ich sage ja gar nicht... Ach man, wäre einfach meine Mutter nicht reingekommen, ne? Dann hätte ich das so gechillt machen können hier. Full equipped da oben. Auf dem Ding da drauf. So, das Gold speichere ich mir auf. Weil ich versuche es jetzt noch einmal ohne Gold. Und danach equippe ich mich mit Gold. Mit Gold, 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 Gold. So. Jetzt springe ich hier drauf. Hier lang. Hier lang, hier lang. Hier lang. Baue mich hier hoch. Zack. Rush die mal ganz kurz hier von oben. Okay, ich baue schon mal das Ding hier ab. Das kann ja wohl echt nicht wahr sein! M-Crafter 2000. Also, einmal ganz locker angehen das Ganze. Du verpisst dich jetzt von jeglichem Gold. Ebenso von jeglichem... Junge! Du kriegst nichts gebacken! Lass die Finger vom Gold, Alter. Du kriegst nichts gebacken. Du brauchst 2 Jahre, um dich verfickt nochmal zu equippen. Du kriegst auch kein Eisen von mir. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Warum sind hier nur Level 1er Sachen drin? Ich gönne mir das Beste vom Besten. Sorry übrigens, dass ich so ausgerüstet bin. Mann, aber das kann doch wohl nicht wahr sein, dass der Typ es einfach nicht gebacken kriegt, mal mitzuhelfen. Es gibt noch ein Team und der macht... Der kriegt sich hin. So, also, kurze Erklärung. Man nimmt sich einen Bogen. So, mehr braucht man dafür nicht. Rüstung vielleicht noch, weil die prügeln halt sehr lange auf einen ein. Und vielleicht noch ein bisschen Essen und ein bisschen... wie nennt sich das? Blöcke. Mann, die Folge ist schon 13 Minuten lang. Aber ist ja eigentlich gut. Ist jetzt auch noch mein anderer Kollege gestorben. Dann ticke ich völlig aus. Das ist ja echt... Nein. Das akzeptiere ich auch nicht mehr. Das finde ich einfach nur noch uncool. Dass der alle mit so einem Scheiß... Was war das denn für eine Aktion jetzt? Da kriegst du dich doch so leicht, als wärst du dumm. Du Entschuldigung. Der macht die ganze Zeit so gute Sachen und einfach dann so einen riesen Fehler. Das ist echt ein bisschen traurig. Obwohl für mich ist es eigentlich ja gut. Aber ich finde, es hat die Qualität des Spiels ein bisschen vermindert. So, damit hast du nicht gerechnet, ne? Das nennt sich Skill, weil da macht man nicht immer das Gleiche, sondern macht doch mal was Neues. Okay. Will irgendeiner? Nein, nein. Diese dumme Sarah, die rusht die ganze Zeit. Er steht da wieder hinter seiner Wand. Kann mal einer irgendwie ein TNT-Schaff kommen? Komm, irgendeiner mit einer innovativen Idee hier, bitte. Ich will nicht die ganze Zeit Bosspam, das wird langweilig. Halt die Klappe jetzt. Okay. Okay. Ja, komm, M-Crafter, vielleicht ein bisschen näher dran, damit wir auch ein bisschen das Bett abbauen können. Hier, falls du keine Blöcke dabei hast, hast du nun auch einen Weg dahin. Okay, diesmal machen wir es anders. Diesmal machen wir etwas, womit er nicht rechnen wird. Womit er ganz und gar nicht rechnen wird. So, mein Lieber, damit hast du nicht gerechnet, ne? Vielleicht kommt jetzt einer, der das Bett abbaut. Ich wäre dem sehr dankbar. Danke, okay. Okay, ich mach das hier. Wenn du die ganze Zeit bekämpfst, dann kriegen wir das jetzt. Das kann ja wohl nicht wahr sein, wieso kommt er durch? So, die Tür ist zu. Boah, danke, ey. Meine Güte, ne. So, mein Kill hier, diese Sarah 044. Die gehört mir. Alter, hast du es nicht gesehen, dass er da runtergerannt ist?
Du bist auch ein Schlaumops. Okay, Leute. Ja, das war's von der Runde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, weil ich muss jetzt produzieren. Am Fließband hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bewertet den Part doch einfach mal. Und dann würde ich sagen, lasst eine positive Bewertung. What the fuck? Lasst eine positive Bewertung da. Abonniert, um nichts zu verpassen. Haut rein und ciao.